Jo, sali miteinander, das ist der Pesky und der Leandro. Wir sind in der Runde 2 da bei. Ich bin Leandro. Wo bist du? Wo ist der Pass? Autofabrik und. Ah, da hinten ist er. Jo! Jo! Sali, sali! Ah, da so steht los. Schauen wir mal am Leandro seine Firma an. Ich habe schon Millionen. Der Beste, das. Jetzt haben wir schon über 1 Million mit einem Tagesbonus von 800.000 oder so. 800.000. Ah, schöne Arbeit hast du da, hä? Ja, die Arbeit. Ah, schon voll beladen. Ja. Wow, du hast schon 6 Stück geladen da. Ja. Mit 6 Glas und 6 Metall. Aber sie ist jetzt ähnlich aus wie bei mir, meiner Fabrik. Oh, ich kann da mitbauen, könnte ich. Ah, boah, da machen die alles schon selber, die Jungs da. Und Mädels. Jo. Geil, eingerichtet hat er da schon, hä? Oh, und da hinten schon. Wow, der Roboter da hinten, jetzt 3 Glas und 3 Metall, läuft da schon etwas? Nein, nicht. Wieso hat es da schon beladen? Hast du da geladen? Ja, ich habe schon beladen. Krass, was können wir da machen? Was sind noch eben dürfen? Was können wir da machen? Da vorne dort arbeitet der Roboter. Geil! Aber der geht noch. Lang, also glaube ich. So, jetzt kann ich zum Grundstücksbahn. Ja, Tatsache, ich kann aufs Haus drücken und zack, sind wir bei uns im Grundstück. Oh, kein Material mehr. Ja, ich würde sagen, jetzt laden wir doch schnell Material rein. Oh, warte mal, mich auch. Nur Pesky, wie voll der eigentlich ist. Jetzt schauen wir gerade mal schnell, ob wir hinten im Roboter etwas kaufen können. Ich glaube nicht. Wenn wir da 1 Million haben, das ist ja. Ah, da hinten könnten wir da eine Förderbahn 2 bauen. Geile, zweite Förderbahn. Warum läuft das da automatisch? Und das Problem ist, es ist ja nicht voll automatisch. Also, mit zu wenig Parkplätze, das ist das Problem, genau. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir müssen 3 Autos besitzen, dass man die Roboter benutzen kann. Und 3 Autos muss man haben, die man benutzen kann. Ah, die bauen jetzt das Auto, bis fertig sind. Stimmt, jetzt fehlen da noch Parkplätze. Nein, da hinten kann ich noch. Ah, nein, mir ist noch leer. Aber ich kann da auch noch nichts reinbauen oder so. Es ist aber vorbereitet. Geil. Ich bin gespannt, wie die Roboter funktionieren da hinten. Jetzt, ich glaube, bevor wir ein zweites Ding. Das Auto noch. Ein zweites Ding aufbauen, zur Linie mit Arbeiter, machen wir da zuerst noch mehr Parkplätze. Ne? Boah, da können wir einfach gerade auffüllen mit so viel Geld. Krass. Und jetzt tun wir da Parkplätze noch auffüllen. Auch Max. Geil. Und jetzt, dass wir dann noch mehr Geld bekommen, machen wir andere Autos. Und? Geil. Jetzt machen wir doch zuerst mal einfach Auto, dass wir mehr Geld verdienen. Kaufen wir hier ein Auto. Geil. Ein Sport Crotus Elise. Hinten. Oder eine Elise. Der tönt wie der Lotus Elise, sieht auch so aus, hat aber einen anderen Namen. Crotus Elise. Geil. Wir warten mal kurz, jetzt haben wir noch 400.000. Ich kaufe auch nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß es, sollen wir. Also geil wäre noch einer, das Glas drin nicht breit. Hey, wie schon bequem. Alles machen, hallo. aber da können wir nichts mehr machen, da haben wir alles reingetatscht. Das war so lang, bis ich 6 Teile dort drin habe. Mama mia. Vielleicht geht es nachher mit dem Roboter dann geiler vorwärts. Ich denke, jetzt müssen wir zuerst mal, das nächste Ziel ist die zweite Linie aufbauen. Da vorne baut das Auto. Nachher gleich schauen. Ja. Ich muss ein Auto kaufen. Da vorne im Luther verschiedene Auto. Jetzt haben wir ja neue Auto gekauft. Das sind 2 Autos, die ich verkaufen musste. Ich komme gar nicht mehr mit. Auffüllen. Boah, wow, es stapelt schon richtig hoch, Jungs. Geilo, geilo. Yes, yes, yes. So, es ist, glaube ich, voll. Ah, nein, ist am Schweißen. Ist am Schweißen. Wartet es echt einmal, bis es ganz fertig ist.
So, wir holen auf. Wir holen auf. Acht. Jetzt kommt zuerst das nächste wieder vom Förderband. Wie viele Parkplätze haben wir an Art? Oh, er baut schon das nächste. Eine. Und jetzt haben wir dann, jetzt haben wir es aufgeholt. Boah, ein böser Stapel haben wir, Jungs. Aber wir können fast nicht. Na, schau, jetzt holt dann schon der nächste wahrscheinlich. Jo. Jo. Oh, da hinten ziehst du die Parkplätze, ziehst du die Auto. Geile Wege. Die verkaufen mit Sally. Jo, Leute. Schauen wir mal. Nehmen wir da ein Angebot. 9000. Dann nehmen wir da. Und. Yes, habe ich bekommen. Jetzt sind wir gespannt, was in die krassen Sportwege. Jetzt erst mal hinten noch den Dösch oder den kleinen Pfurz da noch verkaufen. Unseren letzten Pfurz verkaufen wir. Gerade für 6, 7 schaffen wir da. Hey, Sally. Hey, ist auch recht cool dabei. Weil der Auto kostet ein bisschen mehr. Ah, bin ich mal gespannt, was du auf der Zettel schreibst. Wow, 30.000! What? Wow, 48 gibt's. Wieso gibt's immer mehr als normal? Jetzt trägt ein Bonus, der läuft. 37, komm, machen wir. Und? Yes, 56.000. Wow, jetzt gibt's richtig Kohle, hoi. Und der da? Oh, jetzt gehen wir immer um 50er ab, boy, geil. Und schon der nächste, jetzt die haben richtig Kohle im Sack. Mir ist jetzt zwar nicht, aber ich weiß es, Freund. Yo! So, jetzt haben wir da schon drei Lotus. Drei Lotus am Start und das Angebot laufen. Wo der andere kommt, kann nicht noch mit Büte. Der andere, er verkaufst du nur für Auto? Ich verkaufe die zweitbeste Auto. Zweitbeste? Ja. Gibt's noch ein. Hast du schon fast alle oder was gekauft? Nein, also vom ersten bis zum zweiten habe ich auch. Also gekauft. Vom ersten bis zum zweiten, was bedeutet das? Oh, geil. Ich weiss nicht, soll ich jetzt noch mehr Auto kaufen, dass man mehr mit Auto verdienen könnte? Oder ist echt die bessere Taktik jetzt sparen auf die zwei Bahnen? Ich glaube, teurere Auto, ne? Jungs, wir kaufen noch teurere Auto. Und ich habe schon alles maximal gekauft jetzt. Wir gehen mal auf den BRW anstatt BMW. Da sehen wir den BMW. Komm, ich gehe noch weiter auf den Brunhalt Cleo. Da heißt Renault Cleo. Max! Nächstes Freischalten gibt's nicht. Es ist das Letzte. Gibt's echt nachher noch mehr? Gibt's echt noch mehr, Jungs? Was meint ihr? Gibt's echt noch mehr? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, wenn ihr meint. Ich weiß es nicht. Das weiß ich gar nicht. Gibt's echt mehr, wenn man zwei Förderband aufbaut? Ui. Die sehen recht brutal aus, ey. Geil. Seht ihr? Da, das ist der Renault, den ich jetzt gekauft habe. Da. Das ist der Renault, den ich jetzt gekauft habe. Der andere ist auch schon voll fließig da. Wow, das ist so wie. Oh, ich komme noch mit auffüllen. Mitarbeiter sind fließig. Was hast du? Man lässt die normal zahlen für 55.000 das meiste. Und der wird sich in der Zeit, der ist nicht rot, der ist grün. Für 55.000. Boah, easy. Spannend. Hä? Ist überkommen. Oh, krass. Überwachungskamera. Komm, ich baue da mal. Pflanzen. Warum, da kostet nicht viel. Da bauen wir noch dran. Haben wir schon so viel eingekauft? Ich kaufe es. So. Eigentlich bauen da auch alles und der ganze Parkplatz ist voll. Es ist gerade der ganze Parkplatz voll. Geil. Jetzt verkaufen wir die. Und nachher haben wir die leider schon nicht mehr. Nachher haben wir schon die nächste Modell 36 und 55.000. Wir kriegen viel mehr als da steht. Gebot 32. 40.000. Da noch eine. Oh, alle sind im 8-Bereich. 57.000. Wie Leute, die da arbeitet. Maximal Paket, maximal Parkplatz. Jetzt kommen die nächsten, die schon noch teurer sind. Wo es noch mehr zahlt, genau. Maximal dort. War du schon alles maximal? Ja. Ah ja, dort habe ich auch alles schon maximal da oben. Parkplätze und zum Laden. Jetzt da in der BMW. Was kostet der? Sind wir gespannt, was zahlt.
Minuten 45 im Lager. 68.000. Geil. Ich glaube, es geht nicht mehr lang, Jungs. Und wir haben die nächste Stufe. Oh, 70.000. Oh, und jetzt kommen die neuesten. Das sind die teuersten. Sind das die teuersten? Glaubst du mir? Feske, du glaubst mir da nicht. Ja, was Gefühl, wieso? Ich habe einen schwarzen Renault. Einen ganz schwarzen. Der hat von hinten drauf gesehen wie Militärfärbe. Okay. Oh, Türkis, geil. Was sind jetzt die teuersten Autos, die man zu Zeit bauen kann? Okay, jetzt machen wir Stein. Oh, jetzt können wir noch jenes Zeug bauen. Holzbilder. Hat er mir gegeben. Oh, Gras, Stämme. 90.000. Pilz, Bäume, Baum. Baum. Da wollen wir richtig ein schönes Plätzchen machen. Wir haben alle Plätzchen. Ja, alle Plätzchen. AD-Vorstand. Wow, wow, das Schild hat mich fast rausgezogen. Geil, und wir schauen da alle Kraft oben. Richtig gross und schön. Ui, ja, richtig Spass dann mit dem. Jetzt haben wir da alles schon gebaut. Doch, da gibt es sicher noch mehr Parkplätze für die zweite Linie, die wir dann haben. Und da ist schon der Gebot abgegeben worden. Oh, 55, 83.000 haben wir bekommen. Ja, eine Dame. Mal schauen, ob wir da nicht. 98. Wow, mit schon 900.000 wieder. Geil, jetzt können wir schon die nächste Linie aufbauen, Jungs. 56, yes. Ich glaube, noch kein einziger habe ich mal eine Absage bekommen. Ich weiß das gar nicht. Wo sind wir überhaupt? Die? Wir haben mit Bogen. Wo ist überhaupt spawnen? Ah, da. Ja, wir haben doch nur den Renault gekauft. Laden wir nochmal auf. Geil, wenn wir da auch jemanden heute könnten anstellen, der für uns alles ladet. So. Machen wir da nochmal. Die neue Fahrbahn. Ja, und dann sind wir gespannt, ob wir dann noch bessere Autos kaufen, oder? Ja. Sind wir gespannt, ob es neue Autos gibt. Zum Bauen. Vielleicht gibt es ja noch etwas Neues. Ja. Wer weiß, der weiß. Oh. Liebe Siebe. Einmal laden an. Oh. So, jetzt. Also. Boah, die sind richtig schnell im Bauen. Das ist ja gut so. Besser schnell als langsam. So. Jetzt können wir gerade die nächste Linie kaufen. Ich will noch nie ein Autorennen fahren. Wir können da auch Autorennen fahren. Jetzt wähle ein exklusives Auto zum Produzieren. Du besitzt ja kein. Du kannst sie beim Händler. Ah, wir müssen auf die andere Seite zu dem Händler gehen, so spezielle Auto kaufen und dann können wir sie da bauen lassen. Oh. Jetzt gerade rausgefunden. Wow, geil. Da werden wir gerade in der nächsten Runde werden wir dann da machen, in der nächsten Folge. Ich bin schon ultra gespannt. Bist du bei mir? Ja. Ah, Besuch. Ich komme gerade über, ich habe noch geschehen geladen mit dem Roboter. Hast du gesehen, wie der Roboter kann man dort beim Computer kann man anwählen, aber eben musst du zuerst zum Autohaus. Er fährt da mit seinem kleinen Auto. Jetzt kann man ein neues Auto, wie es sich auch nicht, oder? Nein? Okay. Jo, verkaufen wir doch da mal noch so ein Auto. Sollen wir zum Autohändler zeigen, wie es da drin. Oh, der sieht da nice aus. 89.000. Wir fahren doch gerade schon zum Autohändler. Okay. Das ist ein großes Fahrzeug. So nervig, das Auto immer dorthin ist. Wie kann ich echt ein Auto, ein neues Auto kaufen? Beim Autohändler musst du ein neues Auto kaufen. Das hast du. Okay, komm, wir gehen mal schauen, was so für Autos. Wo ist überhaupt der Autohändler? Wo ist der Autohändler? Ich glaube, den finden wir schon, hä? Ja. Wo bist du? Da. Gut, let's go. Wo ist echt der Autohändler? Da hinten, da! Ich habe ihn schon gesehen, bei dir. Car Dealership heißt er. Und wir fahren doch gerade direkt mal da an. Ah, dort hinten sind auch die besten Listen.
Geil! Ich steig mal aus. Da ist mein Bugatti-Bolide. Oh. Mustang. Jeep. Boah. Oh, ich gehe gerade mal vom Händler da. Oh, verkauf mir doch ein geiles Auto. Luxus. Oh, 310 Millionen. What the fish, ist dann geil. Rolls Royce Cullinan. McLaren. Geil. Wow, und es wird noch teurer. Bis zum Bugatti Bolide. Wow, Bugatti für 3,5 Milliarden. What? Batman Mobil Modus. Geil. Okay. Aber ich würde sagen, Militär. Oh. Das ist noch relativ. Das ist noch ein bisschen zu teuer. Speziell. Da können wir sogar den Renault kaufen zum Fahren. Jetzt schauen wir gerade mal, wo wir da. Was kann ich mir leisten? Da kann ich nur ein Auto kaufen. Die kann ich schon selber bauen, die da, die kleinen Autos. Ah, schade, wenn ich heute ein neues Auto baue, muss ich 34 Millionen haben. Aber weißt du was, jetzt könnte. Ich kaufe noch kein Auto. Ich kaufe noch keins. Ich baue zuerst die zweite Linie, mehr Geld verdienen und erst dann. Ich gehe wieder mal zurück ins Grundstück, Leandro. Spawn die doch. Ja, ich mache da noch Foti mit dem geilen Bugatti. Yeah! Mein Auto, das werde ich mal kaufen. Hat so eine Schweinenase. Hat so eine Schweinenase. Siehst du das? Wer? Mach nicht. Der Bugatti. Oh, der ist sicher auch krass. Der fährt sicher böse. Wo alles Carbon, du. Ja, der Jeep. Der Mustang. Jo, ich spawn am Retour. Und jetzt, der. Alter, meine alle Parkplätze voll. Ich kann nicht mal bauen. Ja, ich muss zuerst noch mal ein bisschen auffüllen. Boah, es ist Zeit zum Verkaufen, Leandro. Es ist Zeit zum Reinbiegen und Verkaufen. Und jetzt bauen wir doch sofort die zweite Linie auf. Du hast in dem Fall auch schon die zweite Linie zum Aufbauen. Boah, wir haben hier allerhand zu tun. Wir kommen weg und die Linie wird aufgebaut. Zack, keine Materialien mehr übrig. Aber nicht jetzt wirklich. Jetzt muss ich Materialien. Ich muss Materialien von dort hinten dafür tragen. Oder was? Was ist denn das Auto? Hast du auch viele Zeug? Was soll ich sagen? Jetzt muss ich mit dem Material von hier da hinten laufen. Ich werde schon. Hä? Das ist ja okay. Wahnsinn, ne? Oh nein, da, schau, jetzt können wir neue Auto kaufen! Oh mein Gott! 50.000 Aber Mitarbeiter kostet auch 300.000. Oh mein Gott! Aber jetzt werden schon mal geil. Es wäre schon noch geil, wenn wir da einen hätten, wo der Zeug ja bis dahinter trägt. Ah, oh, wir können dort jetzt schon Standard ohne. Jetzt können wir, glaube ich, schon bauen, oder? Kein Material mehr rüber. Jetzt mal schauen, was passiert. Jetzt haben wir. Jetzt leite das mal an. Hey. Jetzt wird es noch stressiger, du sagst es. Mann, ey. Ich würde mal eine haben, wo wie Flash rein und da einfach alle Sachen rein tun. Das ist viel besser. Oh mein Gott. Vorne sind die Autos voll. Ich bin ja gespannt, jetzt, wenn wir wollen bauen. Bauen wir jetzt, glaube ich. Wir können, glaube ich, schon den neuen bauen, oder? Das Türmodell müssen wir dann einfach selber bauen. Die Leute bauen nicht mehr weiter, wahrscheinlich. Jetzt hat es keinen Platz mehr. Jetzt verkaufen wir dann nochmal alle und dann sehen wir uns, würde ich sagen, in der nächsten Folge wieder. Ja. Ich muss noch schnell auffüllen.
immer noch schnell beim Leander schauen, was läuft. Und dann würden wir uns da verabschieden von der heutigen Folge mit Düsen los. Juhu, dann gerne ein Like und ein Abo da, dann ein Power Gangs auf seinem Platz. Der Leandro ist da fleissig am Arbeiten. Okay, ich sehe da hinten, wie der ist, da. Hey, hat er schon aufgebaut. Geil. Aber bei dir ist auch so, gell? Da musst du alles dahinter tragen. Voll. Voll. Aber vielleicht kriegen wir da noch eine Lösung, hä? Jo, danke fürs Zuschauen. Einen schönen bis zu der nächsten Folge. Der Leo, Leandro und Power Gangster und der Pesky. Ciao miteinander. Tschüss. Ciao. Hey, oh. Haben wir einen Tisch auf der